Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP dran und wir fahren fort mit Let's Play Paper Mario, die Legende vom Eontor. Haha, in der letzten Episode sind wir in die erste Liga aufgestiegen und nun wollen wir ein paar Typen verprügeln. Und wir haben eine mysteriöse Nachricht von einem X erhalten, der irgendetwas über das Sternjuwel zu wissen scheint. Wir werden sehen, also langsam wird mir diese Arena aber echt gruselig. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang. Du kämpfst gegen die Pinkelkäfer. Folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht angreifen lassen. Zählt Scanner als Angriff? Ich hoffe nicht. Nur du selbst darfst den Gegner angreifen. Verstanden. Und dann zeig mir einen guten Kampf. Ja, also in einigen Situationen ist es ziemlich doof, dass wir den lustigen Partner nicht angreifen, aber Scanner zählt auch nicht als Angriff. Bomber, dein Kampf beginnt, folge mir. Angriff ist einfach nur, gegen den Gegner wird irgendwie geschadet. Ja, ein Scanner schadet den Gegner nicht. Naja. Sollte schon hinhauen. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempler Bomber Luigi und die stacheligen Sadisten, die Pickelkäfer. Also los, Mario, wir schaffen das. Diesmal muss ich nicht mal angreifen. Gehen Sie durch, Bomber. Let's fight! Ach, ich finde Pickelkäfer voll niedlich. Also, die bekämpfen ist zwar doof, aber halt, sonst sind die irgendwie niedlich. Aber guckt sie euch an, die sind so süß. So, Scanner. Roter Pickelkäfer. Und zack. Das ist ein roter Pickelkäfer. Besonders stark ist seine Verteidigung. Max KP 5, Angriff auf 3, Verteidigung 4. Eine harte Nuss. Und der ist auch noch immun gegen Feuerattacken und Explosionen. Und wenn du ihn umdrehst, sinkt seine Verteidigung allerdings auf Null. Wenn nur diese Stacheln nicht wären, kann man ja da gar nichts machen? Doch, können wir. Erdbeben! Ich liebe diesen Hammer. Das ist echt der Hammer. Oh, voll fies. Die drehen sich sofort wieder um, das ist natürlich doof. Na gut. Wir haben ja ein Bett, in dem wir uns ausruhen können. Aber wir müssen uns wegen BP nicht unbedingt Sorgen machen. So. Und ich würde mal sagen, eine schöne Scheunlage. Yay! Weil sie darf ja nicht angreifen. Könntet ihr euch nicht einfach nicht umdrehen? Das wäre schön von euch. So, tschüssi. Und ein paar XP dazu bekommen. Ich mag die Arena. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Was erwarten wir denn anderes? Ja, so geht das. So, hoffentlich stürze ich nicht, aber ich will halt alle Gegner scannen. Ne? Bitte, deine Gage. Und deshalb muss halt Gubina draußen sein. 11 Münzen erhalten, Rang 9. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Nee, Toadskopfer verbirgt ihren Akzent einfach. So ist es. So, 9 BP in einen Kopf verscherbelt. Holy shit. Wisst ihr, was ich aber interessant finde? Ich muss nur dran denken, so, jetzt Let's Play ich und ich krieg schon Nachrichten, ne? Sonst nichts, Flaute. Wenn ich irgendwas einfach entfernterweise mache, was Let's Play beinhaltet. Oh, hallo, hast du Zeit, willst du dich treffen? Die Welt geht und alles. Mein Gott. Also gut, kämpfen wir weiter. Hallo, Bomber, du möchtest dich also zu Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 8. Du kämpfst gegen die Stachelsteine. Folgender Kampf solltest du keinen Sprung benutzen. Ich möchte einen fairen Kräftevergleich sehen, okay? Zeig mir einen guten Kampf. Also wenn die Stachelsteine heißen, will ich ja ungern auf Stacheln draufspringen. Wir haben den Orden noch nicht, der uns das ermöglicht. Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir. So, hatten wir die schon? Keine Ahnung. Komm mit, Gumbrina. Ich habe ja meinen Superhammer. Der macht die platt. Die kennen wir doch. Die gegen den folgenden Kampf sind der Krawallklempler Bomber Luigi und die wandelnden Waffen, die Stachelsteine. Also los, Mario, wir schaffen das. Wir werden nicht zerfetzen. Let's fight! Ja, erinnert ihr euch, das sind die Heinis aus den Wimmark. Nein, nicht Wimmark. Der ist der Geröllburg. Hab ich jetzt auf Wimmark, mein Gott. Zu viel Dragon. Ich träume nicht schon Dragon Age. Ich träume quasi als Inquisitor Adar. Ziemlich interessant. Oh, die geht trotzdem noch so viel. Cool. Praktisch. Ja,
Siehst du, hast mich gar nicht gebraucht. Und der Gewinner ist Bomba Luigi mit einem Hammerschlag. So geht das. Schön, dass ich nichts tun muss. Ist irgendwie angenehm. Bitte, deine Gage. Mann, aber Toadscoast sieht mich ziemlich... Naja, ich lasse dich jetzt... Also, man sieht sich ständig hier rein trampeln, von wegen... Ach Gott. Oh, ich habe mich erst gesetzt. Huch. Mario, ich glaube, du hast schon wieder eine Mail bekommen. Ich frage mich nur, was es diesmal sein könnte. Geh in die Bar vor der Arena. Schon wieder von X. In die Bar sollen wir gehen. Wer dieser X wohl ist? Finden wir es raus. Wenn wir in die Bar vor der Arena gehen sollen. Jo. Ja, was ist hier los? Weil die Arena, die ist einem doch nicht geheuer. Ich meine, wenn Samum recht hat, von wegen, ja, also es verschwinden Kämpfer. Darktoads, der ist auch verschwunden. Hm, hier, Kleine. Oh, hallo, Bomba, du bist genauso stark wie Darktoads da. Oh, voll niedlich. Oh, mein Sohn ist ganz begeistert vor deinen Kämpfen. Und dein neuer Partner Rex ist wirklich großartig. Ich gehöre zu seinen treuesten Fans. Oh, auch voll niedlich. Rex, du hast Fans. Na, was sagt ihr? Wollt ihr jetzt mit mir reden? Bomba Luigi. Wie fühlt es sich an, nicht mehr zum Kanonenfutter der Arena zu gehören? Super, waren wir nie. Halt, warte, du bist doch Bomba, oder? Nur ein Foto, bitte. Guck mal, unsere Poster hängen hier schon. Ist das nicht geil? Ich finde das toll. So, begrüße Toad. Hey, Nagarina. Hallo, mein süßer Mr. Schnauzer. Du bist in der ersten Liga. Pass gut auf dich auf. Diese Arena kommt mir irgendwie verdächtig vor. Als Diebin habe ich ein Gespür für sowas. Du solltest also besser vorsichtig sein. Oh, danke, Nagarina. Hallo. Oh, hallo, mein kühner Kavalier. Ich habe gehört, du kämpfst jetzt in der ersten Liga. Aber gegen Aurelius hast du nicht die geringste Chance. Nur derjenige, der diesen glitzernden Meistergurt trägt, passt zu mir. Weil meine Blume ist auch so schön gefärbt und so. Ach ja, okay, aber genug rumgealbert. Es wird Zeit, in die Bar zu gehen. Heben wir ein, ne? So. Da kommen wir doch nicht hin. Schade. Gumbrina? Ich komme da auch nicht hin. Oh nee, das ist wieder der Heini. Ach, diese wunderschöne Mademoiselle ist wirklich widerspenstig. Oh, allein dieser pinkfarbene Hut bereitet mir schlaflose Nächte. Okay, er hat wenigstens eine neue Typi. Oh, hallo Bomba, ich hab dich erwartet. Hm? Weißt du, gerade eben lag dieses Ding mit einem Brief vor meiner Bar. In dem Brief stand, ich solle dir das überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Oh, den Superhammer erhalten. Leute, jetzt können wir richtig eine reinhauen. Hallo, ich bin Titania. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du hast den Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit dem Hammer noch effektiver angreifen. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Üben wir es doch gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst es schon meistern. Wenn du B gedrückt hältst und den Joystick drehst, verdreht sich dein Körper. Was das ist, das wissen sie schon. Also, lässt du B los, führst du einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Halt B gedrückt und drehe den Dings. Ja, das ist cool. Jum. Oh, super, das hast du toll gemacht. Möchtest du nochmal probieren? Ja, nochmal. Gut. Ich mag Titania, deshalb mache ich das meistens zweimal. Boah, ist der Controller laut. Jum. Oh, super, das hast du toll gemacht. Nochmal? Nee, bin perfekt. Oh, sehr gut. Du beherrschst den Wirbelschlag jetzt also perfekt. Hui. Mit dem Wirbelschlag kannst du auch diese großen Blöcke zerstören. Natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann, bis bald. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Tschüssi. Ciao, Titania. Das sieht ja aus wie das neueste Hammermodell. Oh, ein wahres Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. Oh, man sagt, dieser Hammer sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar abgegeben? Wenn er wirklich ein Fan von dir ist, hätte er ihn dir doch direkt geben können. Huch, Mario, schon wieder eine Mail. Zerstöre den Block in der Garderobe der zweiten Liga. X. Wir sollen den Block in der Garderobe der zweiten Liga zerstören? Da muss es irgendwas Spannendes geben. Okay. Dann, aber wir sind doch Erstligisten, wir kommen doch nicht mehr rein.
werden und schon das einfallen lassen, nicht wahr, Mario? Was seid ihr denn? Hab ich mit euch geredet? Für Bronzemuts Entwicklung ist es bestimmt schädlich, diese Kämpfe zu sehen. Er muss gut auch vorfordert, wird unser Familienfirma einmal zu leiten. Also, naja. Dieses Flugzeug, das hätte ich auch gern. Oh, der meint mich. Cool. Oh, hallo Bomba, ich habe dich gerade kämpfen gesehen. Ja, das war sehr beeindruckend. Aurelius würde es zwar nie zugeben, aber er macht sich ziemliche Sorgen. Ich hoffe, du bist weiterhin so erfolgreich. Jo, da muss man sich keine Sorgen machen. Also gut, heute wohl nicht so viele Kämpfe, ist aber auch schon eine schöne Abwechslung. Ich will ständig kämpfen. Wo sind wir hier in Inquisition? Nee, nee. Ich will hier schon die Musik alleine so voll. Oh, hallo Bomba. Gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass du wieder in der zweiten Liga bist. Bitte, geh durch. Ah, okay, schön. Musst du mir nicht K.O. schlagen. Oh, ihr beiden seid jetzt hier, haha. Bomba, was machst du denn hier? Kann ich mit den anderen auch reden? Wir sind immer bereit für eure Freier, auch außerhalb des Drinks. Ja, greif mich jetzt bitte nicht an. Hallo. Na, wie geht's? Kommst du, um dich über uns lustig zu machen? Nee, ich sag nur Hallo und so, wer der presst oder so. Ja, Jo, was ist los? Hast du was vergessen? Jo, hab ich. Bomba, die sind ja... bisschen zerlegt abgestiegen? Nee, nee. Ich mach nur den Block hier platt. Mit meinem neuen Hammer. Ich mag es, mit den Charakteren zu reden. Ich sehe schon, wir müssen da hoch und dazu benötigen wir unseren kleinen Stupirex. So. Und so sieht es aus, wenn man auf Rex reitet und die Papiere halten. Sie scheinen sehr wichtig zu sein. Und fliegt. Mama, das ist ein Bericht über das Sternjuwel. Irgendjemand hat es wissenschaftlich untersucht. Da ist sogar ein Foto. Aber wer hat das hier? Sehr verdächtig. Lalala. Oh, oh. Hey, ihr da. Was habt ihr da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfern der ersten Liga ist der Zutritt verboten. Außerdem habt ihr den Block an der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Oh, oh. Und was du da gefunden hast, das werde ich an mich nehmen. Totskova? Blöde Ziege, dieser Bericht hat uns zwischen weitergeholfen. Zumindest ist jetzt klar, dass der Sternjuwel wirklich in der Arena ist. Gut, das heißt, weiter catchen, bis irgendwas passiert, nehme ich mal an. Joa. Hey, Samum. Bum, bum. Samum hat echt Mumm. So. Ja, also. Die Bodyguards sind irgendwie... Ich finde die irgendwie sympathisch. So, ich würde jetzt aber gerne mit dem Baby wieder aufhören. Aber ich finde, diese Garderobe ist viel angenehmer als die andere. Und vor allem zeigen einen die einfach die zweite und die des Champions, nicht die der. Nein, die erste und die des Champions, nicht die der Zweitligisten. Dann kommt man da rein und denkt sich, oh Scheiße. Kampf, bitte. Danke. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 7. Du kämpfst gegen die Schattengang. Folgenden Kampf darfst du deinen Gegner in den ersten drei Runden nicht angreifen. Gelegentlich sollte ein Profi Schwäche vortäuschen, um die Spannung zu steigern. Also, zeig mir einen guten Kampf. Ach Gott, gib mir doch nicht so beschissene Dinge zu tun. Ja, das wird böse, nicht angreifen. Oh, die Schattengang. Bumm, der Kampf beginnt, folge mir. Wir haben 20 HP. Uiuiui, das wird böse. Ja, die Schattenkoopers, die machen nämlich Damage. Und zwar nicht wenig. Ach ja. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempler, Bomba Luigi und die Unaufhaltsame, die Schattengang. Wir lassen uns niemals besiegen. Bomba, wir machen dich fertig. Let's fight! Oh yeah. So. Oh nein, der hat auch noch einen Schwirrwarr. Verdammt. Mist. Dann machen wir eine Verteidigung. So, und das zählt jetzt wirklich als Angriff. Das ist gut. Hey, das ist ein Schattenkooper. Er gehört zur Familie der Koopas. Max KP 8, Angriffskraft 3 und Verteidigung 1.
Anders als ein normaler Koopa greift er auch an, wenn du ihn umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also wirklich ein finsterer Typ. Besiege ihn lieber schnell. Würde ich ja. So. Nein, du Hund! Bitte wirke nicht! Hey, wenn man selbst den Schwörwer benutzt, dann funktioniert das basically nie. Wenn der Gegner es benutzt, ach ja, ja, das passiert immer. Ja, ja, ist klar. Wenn ich es gerade verteidigen, ne? Hey, du Hund! Mann, oh Mann. So, und scanne den Schattenpara. Und zack. Das ist ein Schattenpara. Schattenpara sind geflügelte Schattenkoopas. Max KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ohne Flügel sind sie normale Schattenkoopas. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Und sie haben eine Technik, mit der sie dich und deinen Partner zusammen angreifen. Am besten, du besiegst sie schnell, wenn sie auf den Rücken liegen. So. Wir folgen Brina angreift. Und, so. Sehr gut. Unser Verteidigerorden ist richtig praktisch. Das war noch nicht die. So, eine Runde noch. Und dann ist auch der Schwörwer weg. Sehr gut. So. Boah, Mario ist voll der Tank. Muss ich mal sagen. So. Und Kumbrina sollte ihn jetzt auch platt machen können. Weil die sind echt gefährlich, wenn sie auf dem Rücken liegen, ne? Das ist kein Scherz. Jetzt haben sie aber auch wieder mehr Damage. So. Minimalst mehr Damage. So. Und zack. Wieder Giftpilz. Meine Güte, das wird bald irgendwie... Na, mein Markenzeichen. Oh. Giftpilze, wenn man sie nicht braucht. Okay. Jetzt müssen wir auf die Schattenpaare aufpassen, weil der ist ja nicht sofort down. Okay. Und Gumbrina, du setzt jetzt die Multikopfnuss ein. Und zack. Das war schlecht. Genau deshalb sollte man die nicht umdrehen. Hm. Wisst ihr was? Der letzte Hammerschlag fällt. Musste gerade sein. Aber wir kriegen schön XP. Boah, das war jetzt böse. So. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Hm, so geht das. Bomba. Och, nicht ihr schon wieder, Heilige. Hey, was soll denn das? Die Stahlbrüder platzen einfach hier rein. Du hast uns aber ganz schön fertig gemacht. Das teilen wir dir heim. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also, es geht los. Meine Güte. Kämpfe über Kämpfe, ne? Egal. Rex, ich habe da eine Aufgabe für dich. Oh, yay, toll. Saugmatz. Diesmal werde ich es auch richtig machen. Meine Güte, die lassen echt nicht... Verdammt. So, also, mein kleiner Freund... Machen wir sie platt. Und tschüss. Boah. Geben trotzdem noch 10 Sternpunkte, so schön. Das ist eine knappe Kiste. Oh, schon wieder verloren. Ja, das ist unser Bomba Luigi, wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Du bist unschlagbar, Bomba. Und wir erwarten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Und damit endet unsere heutige Vorstellung. Also, bis bald in der Arena. Ach ja. Bitte, deine Gage. Ja, ja, wir sind echt unbesiegbar. Ich lasse dich jetzt allein. Also, man sieht sich. So, Leute, das war's aber vorerst für... Ey, Bomba, schon wieder eine Mail. Langsam ist spannend. Ptüng. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Oh Mann, eine Drohung. Ich schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Hm, wer hat sie uns dann geschickt? Ich weiß es nicht, wir gehen jetzt einfach mal pennen. Bis ich das bei der nächsten Episode nicht vergesse. Und dann beenden wir die Episode, denn...
Ja, die 20 Minuten sind langsam um. So, aber ich danke euch fürs Zugucken und beim nächsten Mal werden wir einfach mal weitercatchen und gucken, wie sich diese ganze Mail-Geschichte entwickelt. Bis dahin hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und haltet die Ohren steif.